Hallo, grüß euch, willkommen zurück. Willkommen zurück zu einem aufgezeichneten Video von mir. Ich bin nämlich wieder mal nicht da, wollte euch aber trotzdem nicht leer ausgelassen. Und ich schnapp mir schon unseren Mini-Katalog einer, weil aus dem außer Wärmer heute basteln. Jetzt gerade gestartet hat Instahop von den Durchstarten-Mädels vom Demorad und alle Teilnehmerinnen, die bei Durchstarten-Events dabei waren und mitmachen wollten. Uns heutige Motto ist sozusagen der Favorit aus dem Mini-Katalog und da muss ich natürlich auch mitmachen. Mein Favorit ist quasi eine ganze Reihe, nämlich die elegante Weihnachtszeit. Und da haben sie mir die zwei Stempelsets insbesondere an, die wunderschöne Weihnachtszeit und Peaceful Evergreens. Wer hätte das ahnen können? Natürlich auch der Prägefolder und das Papier, wobei Prägefolder und Papier heute keine Rolle spielen werden. Ich werde mich auf die zwei Stempelsets konzentrieren und werde euch jetzt dann auch gleich sagen, was ich damit gezaubert habe. Vorher nochmal schnell, ihr wisst, ich kreiere mir immer zu meine Stempelsets, zu meine Produktpakete, so Seiten. Das ist die wunderschöne Weihnachtszeit mit den ganzen tollen Sprüchen und die tollen Labels und total schön. Das Weihnachten zum Ausstanzen, das kann man auch leeren, man kann sogar stempeln und die Peaceful Evergreens mit unglaublich schöne Bäume. Schneegestöber für den Hintergrund. Da habe ich selber noch nicht genau herausgefunden, was es ist. Das kann vieles sein. Wir haben im letzten Teamtreffen schon ein bisschen gewitzelt, was es nicht alles wäre. Haben unterschiedlichste Ideen gekommen. Ich bin auf die Idee gekommen, es könnte auch ein Ultraschallbild sein. Werde es heute ein bisschen im Hintergrund verwenden. Wir haben Schneeflocken, wir haben jetzt einmal Schneeverwehungen. Ein Sterndal dazu, das man selbstverständlich auch ausstanzen kann. So viel dazu. Machen werden wir heute eine Verpackung mit integrierter Karte. Ich bin gerade überlegen, ob ich es euch im Vorfeld sagen soll, weil ich habe schon zwei Farbvarianten gemacht. Oder ob ich euch einfach mitnehmen soll zum Herstellungsprozess und euch dann die Beispiele zeigen soll. Ich hätte gesagt, wir fangen einfach einmal zum Basteln an. Ich habe mir vorbereitet ein Grundweiß, zwei verschiedene Grüntöne, nämlich Tannengrün und unser Inkala Glücksgrün. Und ja, lasst uns loslegen. Wir brauchen natürlich ein Schneide- und Falzbrett. Ich fange sozusagen mit der Außenhülle an. Da brauche ich ein Stück Farbkarton in 14 x 29 cm. Das heißt, die legen wir mal bei 14 an. Schneiden wir durch. Schiebe auf 10 cm. Und mache mal Falzlinie. Ich drehe mir mein Farbkartonstück so, dass die 10 cm da an der Kante anstoßen. Falz wieder bei 10 cm, bei 14 cm, bei 24 cm bei 28 cm und bei 29 schneide ich ab. In Tannengrün brauche ich nur ein Stück und zwar in 10 x 11,5 cm. Und auch das Falz immer bei 10 cm. Bei meiner zweiten Farbe, beim Glücksgrün, schneide ich mir ein Quadrat in 20,7 mal 20,7. Das falze ich mir auch wieder. Ihr könnt es entweder reihum falzen bei 1,5 und 5,4. Das heißt bei 1,5. Bei 5,4. Weil sie leichter tut, macht es jetzt auf alle vier Seiten reihum. Ich schiebe weiter auf 15,3.
und auf 19,2. Dreh um 90 Grad und mache dich selber nur mal 1,5. Fünf Komma vier, 15,3 und 19,2. Vom Glücksgrün brauche ich auch noch ein Stück, nämlich einen Unterauflieger. Den schneide ich mal in 9,7 mal 9,7. Und dann brauche ich noch zwei Stücke Grundweiß. Da brauche ich eins in 9,6 mal 9,6 und eins in 9,4 mal 9,4. Das heißt, ich schneide mal den 9,6 runter. Schneiden wir mein erstes Quadrat. Und da schneide ich mir nochmal eins in 9,4 raus. Dann sind wir fürs erste Mal durch mit Zuschneiden. Ich schnappe mir jetzt eine Schere und unseren quadratischen Teil und gehe bei der zweiten Falz hoch bis zur zweiten Querfalz. Ich schneide die Falzlinien immer mit außer. Ihr macht es so, wie es gewohnt seid. Schrägen wir das Ganze dann aus. Schrägen wir auch den ersten Teil ganz leicht an. Macht es da herüben auch. Das heißt, auch wieder nur bis zur ersten. Kürzen wir das ein und schräg auch da aus. Und das machen wir im Windradschnitt einmal rundherum. So, als nächstes suche ich mir Abweißklebeband und bringe auf der Seite von der Bergfalz an die Außenkanten von den langen Flächen Abweißklebeband an. Drehen wir das Ganze um und bringe auf meine Klebelaschen auch ein Abreißklebeband an. Da tue ich oben und unten einen Streifen hin. Dazwischen werden wir mit Flüssigkleber kleben. So, und dann können wir unsere Falzlinien schon alle nachziehen.
Als nächstes bauen wir unsere Box zusammen. Dafür nehmen wir einen Flüssigkleber dazu. Lösen wir einmal meine ersten zwei Trennstreifen. Bringen wir zwischen die Trennstreifen einen Flüssigkleber auf und verklebt das nach innen. Und noch ein letztes Mal. Streifen runter. Flüssigkleber. Und verkleben. Und wenn die Seiten alle halten, dann kann ich mir auf die Flügel meinen Trennstreifen lösen. Und ich bringe mir aber auch da dazwischen einen Flüssigkleber auf und verklebe mir dann sozusagen die oberen Ränder und habe somit auch gleichzeitig verstärkt. Schaut ein bisschen hübscher aus und hält ein bisschen mehr aus. Die Innenbox ist fast fertig. Ich nehme mir jetzt eine beliebige Seite, suche meinen Mittelpunkt und setze mir da eine kleine Markierung. Und dann nehmt euch eine Stanze nach Wahl und stanzt euch eine kleine Eingriffsmulde aus. Ich nehme die A3/4-Stanze. Das braucht nicht viel, gerade so, dass man reingreifen kann. So, das war's. Dann schnappen wir uns als nächstes diesen 29 x 14 cm Teil. Kleber machen wir in der Zwischenzeit zu. Nehmen uns wieder eine Schere. Da habe ich eine Klebelasche, die schräge ich mir ab. Das ist auch eine Klebelasche, die schräge ich mir auch ab. Da schneide ich mal gerade die Falzlinie hoch. Und kann dann das auch ausschrägen. Da schneiden wir auch gerade hoch. Und schrägen wieder die Klebelasche aus. Und da machen wir es genauso. Die Falzkante hochschneiden und die Klebelasche ausschrägen. Und weil wir schon dabei sind, da haben wir auch noch eine Klebelasche, die schrägen wir auch noch gleich ab. So, dann können wir mal alles nachziehen. Auf meiner Klebelasche bringe ich mir gleich wieder Abreißklebeband an. Da haben wir Eckerl vergessen zum Abschrägen, wäre aber nicht so schlimm, aber damit es gleich ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite innen, ja, das heißt, wir haben so gefalten, da herinnen markiere ich mal wieder die Mitte. Und auf die Mittelmarkierung gebe ich mir ein Stück Abreißklebeband. Jetzt
könnte wer sagen, jetzt ziehe ich ja die Markierung nicht mehr. Sobald wir das Trennpapier runter, dann sehen wir es wieder. Und für was haben wir die Markierung gemacht? Für unser Band. Ich habe mir ja das feine Geschenkband mit Satinstreifen dazu genommen, weil das dieselbe Farbe hat. Da brauchen wir zweimal ca. 20 cm. Schauen wir mal, ob wir das versiegeln können. Habe ich gar nicht probiert, ob es brennt oder nicht. Ja, das geht ganz gut. Wie gesagt, ihr müsst gar nicht mit der Flamme drauf, sondern nur mit Wärme in die Nähe. Aber dann soll es eigentlich nicht mehr ausfranseln. So, und einen Teil davon kleben wir uns jetzt auf unsere Markierung. Ihr seht, meine Markierung ist wieder aufgetaucht und da kann ich mich jetzt mittig orientieren und klebe mir das Band ein. Und dann kann ich mir die Seite einfalten, das Trägerpapier lösen und mit der Seite einfach drüber falten. Und wenn wir richtig gefalzt haben, passt das haarscharf. Wir bauen die Schachtel noch nicht fertig zusammen, sondern nehmen uns dieses Teilchen noch. Das werden wir jetzt sozusagen mit der offenen Seite auf die Seite vom Band kleben. Dafür mache ich es immer so, dass ich mir sozusagen direkt drauflege, wo es hingehört. Und wenn ich dann da bin, wo ich sein will, bringe ich da ein Klebemittel auf, hebe mir das an und klebe mir das rein. Ja? Ich mache es mit Abpressklebeband. Ich wollte es euch im Vorfeld gezeigt haben, damit ihr seht, es geht mit Flüssigkleber auch gut. Ich nehme es jetzt nochmal runter und bringe das Klebeband an. Streifen wir das einmal gut fest und lösen wir dann mein Trennpapier und mache es jetzt genauso, wie ich es euch vorher gezeigt habe. Ich lege mir das so an, wie ich es nachher haben will. Der Kleber schaut mir an, richte mir das aus und wenn es passt, hebe es hoch, schiebe es nach unten weg und kann es dann festkleben. Dann drehen wir es so rüber, weil da habe ich ja mein Band. Bringen wir nur mal ein Streifhaltklebeband an, ein bisschen weiter in die Mitte, also nicht ganz am Rand. Und da klebe ich mal mein zweites Stück Band drüber. Wieder feststreifen, abziehen und dann das zweite Band dazu einkleben. Und dann kann ich mal schauen, unser Glücksgrünstück, unseren Unterauflieger da drüber kleben, weil dann laufe ich ja nicht mehr Gefahr, dass man am Abpressklebeband was kleben bleibt. Wieder schauen, dass die Abstände zu den Seiten gleich sind. Und feststreifen. So, dann können wir uns sozusagen um die Rückseite kümmern. Ich weiß, da geht jeder anders heran. Bei mir kommt das Teil, das vom Boden kommt, als erster rein, dann die Klebelasten und dann verschließe ich mit dem, das von oben nach unten kommt. Das heißt, die kleben wir jetzt einmal die Flügel fest. Und dann noch das Teil, das vom Deckel sozusagen kommt.
kann das Ganze auch umdrehen und da drinnen feststreifen. Und dann können wir schon die Probe aufs Exempel machen. Ihr seht, die Box passt haarscharf da rein. Und somit war das Grundgerüst quasi schon fertig. Ein Maschall mache ich jetzt keins. Wir haben ja noch zwei Stückerl in Grundweiß. Und jetzt geht es ans eigentlich Schöne, nämlich ans Ausdekorieren. Dafür schnappen wir jetzt einmal ein Schmierpapier. Ich habe ein kleineres und ein größeres. Das kleinere ist für außen, das größere ist für innen. Da kann man dann auch drauf schreiben. Und beginnen durch mit den Bäumchen. Da brauche ich dann auch nur Schmierpapier, weil wir uns ein paar Bäume noch extra ausstanzen. Aber ich fange mal mit dieser Baumreihe an. Ich nehme mal Tannengrün. Mein Tannengrün ist ein bisschen schwach auf der Brust. Wir werden aber trotzdem nur einen zweiten Abdruck dahinter setzen. So ein schöner Wald. Dann haben wir da dieses spannende Ultraschall, Nordlicht, keine Ahnung, was auch immer, Wolken, unser Hintergrundstempel halt einfach. Und den brauche ich auch. Den setzen wir uns unter die Bäume ein bisschen. Und das verteilen wir uns einfach über den Himmel ein bisschen. Da geht auch noch einer rein. So lasse ich das einmal. So, dann brauche ich noch ein paar Restel. Und da werde ich mir noch Bäume aufstempeln. Den ganz großen stempel ich mir sozusagen nur zum Teil auf meinen Einleger. Den mag ich nur seitlich ein bisschen drauf haben. Und dann brauche ich noch einen kleinen Spruch. Wenn man da jetzt das liegt in der Luft rausgenommen, einfach hinlegen und mit einem Stempel aufnehmen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gerade ist, am größten. Er ist aber schief gestempelt. Probieren wir es nur mal. Bisschen besser ist. Und dann brauche ich nur ein Stückerl in Tannengrün. Auf dem werden wir noch embossen. Das heißt, ich brauche eine Versamark, ich brauche meinen Embossing Buddy, den wunderschönen Weihnachtsspruch, also Weihnachten.
Das Ganze werden wir in Gold embossen. Das ist doch immer wieder schön, oder? Dann haben wir soweit einmal alles gestempelt und können uns ans Ausstanzen richten. Dafür schnappen wir die Stanz- und Prägemaschine. Nehmen wir da die Outline von Weihnachten. Und aus meinen Bäumen nehme ich mal den schmalen und den kleinen. Der schmale. Lasst euch da ruhig Zeit mit dem Ausrichten. Lieber ein bisschen länger beim Ausrichten brauchen, als sie nachher über schiefes Ergebnis ärgern. Den kleinen kriegen wir auch noch unter. Und dann schicken wir das einmal durch. Man liegt in der Luft, schneide ich mir nur mit dem Schneide- und Falzbrett zurecht. Kürzen wir es mal so ein. Seht ihr überhaupt was? Und dann schauen wir, wie wir das gut positionieren können. Das gefällt mir gut. Was ich mache, ich gehe nochmal mein Falzbein entlang, weil ich ja vorher das Papier umgedreht habe. Das heißt, ich habe da die scharfe Schneidekante drauf. Jetzt ist sie weg. Und bevor ich zusammenbaue, nehme ich mir noch einen Wink aufs Teller und präpariere mir meine Bäume ein bisschen. Weil so kann ich zum einen die Farbe nur ein bisschen aktivieren und bringe halt meinen Baum auch zum Glitzern. Wichtig ist noch ein Pinsel oder ein Glitzerstift, wie man nennen mag, auch wieder ausstreifen, damit da nicht Grüntöne drauf bleiben und wir gehen dann auf ein helles Projekt und ärgern uns. Es muss ein überall sein, aber einfach ganz locker drüber gehen. So, wie machen wir dann nochmal? Ist immer so schade, dass man es im Video nicht glitzern sieht. So, aufstreifen wir, wie gesagt. Genau, dass kein Grün an der Spitze ist. Und dann werden wir zusammenbauen. Ich nehme meinen Aufleger und Abstandskleber. Fange mit dem langen Baum an.
einen kleinen für die Spitze. Und der kleinere Baum kriegt da kein Abstandskleber, ganz wichtig. Und dann setzen wir mal meinen schmalen, langen Baum da auf. Bringen wir auf die Ecke, wo kein Abstandskleber lesen und Flüssigkleber auf. Und setzen wir den da daneben, ein bisschen versetzt. Dann kommt mein schönes Weihnachten drüber. Das heißt, ob da kann ich Abstandskleber drauf tun. Und da herüben da mal Flüssigkleber drauf. Wenn man Abstandskleber drauf tut, hilft es, wenn man das Trennpapier löst vorher. Dann kleben die Dinger auch. Aber ihr seht, es geht im Nachhinein auch noch. Schauen, dass wir gerade bleiben. Genau, und den kleinen Spruch da mag ich auch erhöht. Aber da sind wir selbst die kleinen Dimensionals zu breit, weshalb man da einfach am Rand so ein Streifel runterschneidet. Bisschen noch. Na, richtig rum war gut. Und den setzen wir da drunter. Und weil wir ja keine Karten haben, sondern eine Verpackung und somit mit Höhe kein Problem haben, nehmen wir das ganze Teil nur mal und erhöhen es. So, und das Ganze schauen wir jetzt möglichst mittig auf dem Unterauflieger. Das machen wir besser wie das letzte Mal. So, das schaut doch ganz gut aus. Da herinnen kommt dann sozusagen mein Aufleger zum Schreiben noch rein. Den klebe ich mir aber nicht fest, weil Schreiben da drinnen ganz unpraktisch ist. Das heißt, zuerst schreiben, dann einkleben und dann habe ich Kunst. Mit einem nicht permanenten Kleber ein bisschen fixieren. Das heißt, das klebe ich mir dann da drüber. Und dann habe ich meine Schreibfläche. Ja, kann da eine Maschaliner machen. Und habe meine Idee für einen Insta-Hop von den Durchstarten-Mädels fertig. Also wie ich gelesen habe, Lieblingsprodukt aus dem Mini-Katalog war ganz klar diese Reihe. Und nachdem ja solche Sachen in unterschiedliche Farben immer ganz unterschiedlich wirken, habe ich euch nur zwei andere Farben zum zeigen. Das ist sozusagen unser heutiges grünes Projekt. Mit meinen Mädels im Teamtreffen habe ich eine Savanne-Espresso-Variante gemacht, die ich auch finde, total schön geworden ist. Und natürlich, wie könnte es anders sein? Abendblau, Marineblau habe ich auch noch. Ihr dürft gerne
abstimmen, welcher Farbe euch am besten gefällt. Ich habe schon Favoriten, verrate euch aber jetzt nicht. Schaut bitte unbedingt im Insta-Hop vorbei, was die ganzen Demo-Kolleginnen gezaubert haben. Und nicht vergessen, am Sonntag um 10 Uhr gibt es den nächsten Insta-Hop, nämlich den von den kreativen Zaubermädels. Da würde ich mich auch recht freuen, wenn ihr mit reinschaut. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss, baba, pfiat euch!